Und da sind wir dann auch schon am Galgen. Alter. Ja, wir setzen uns direkt mal einen kleinen Punkt. Das haben wir, glaube ich, noch. Bewachter Schatz haben wir noch nicht entdeckt, deswegen reisen wir mal dahin. Oder reisen ist gut gesagt. Wir könnten eigentlich hier alles ablaufen. Ich glaube, das ist relativ fix. Wir können es aber einfach Blötze holen. Dann sind wir noch ein bisschen fixer. Und kriegen mehr geschafft in der Folge. Beweg dich! Komm mal, Blötze. Du hast einen neuen Speedsattel. Ja, vorher etwas schwer, dieser Punkt. Jetzt sollte er, glaube ich, kein Problem werden. Gibt's noch was? Ah ja, du da. So. Der Schatz ist unser. Nice. Kronen haben wir noch. Ich laufe mal einen Ticken langsamer, dass wir nichts vergessen hier. Die ganzen Entriagen. Sieht man ja auch nicht so oft. Kennen wir hauptsächlich aus Witcher 2. Was haben wir da noch? Noch eine? Entriagenkrieger sehen wir auch nicht so oft, muss ich sagen. Aber gut, dass wir den mal mitgenommen haben. Schaden kann er nicht. Dann geht's weiter zum nächsten Punkt. Letzter, komm mal her. Können wir uns direkt markieren? Denn er ist hier unten. Ach, schön. Heya! Durch das Lager durch, natürlich. Auf den Weg am besten. Komm mal ein bisschen schneller voran als du dieses Unterholz. Wir ziehen dir die Haut ab! Nicht nachlassen! Irgendwelche letzten Worte. Verfickte Zauberei! Oh, Scheiße! Komm her, so erleg dich endlich, meine Güte. Echt schlimm mit euch. Ich will doch nur euren Schatz. Und euren Loot natürlich auch. Was ich vermute, was wir demnächst einfach mal wahrscheinlich sogar liegen lassen sollten, kann ich jetzt schon damit anfangen. Diese gelben Sachen. Gelben. Blötze! Her! Was soll denn das? Freches Vieh. Echt. Ich muss bald austauschen wahrscheinlich. Wenn du keinen Anstand mehr hast. Was ist das für eine Hütte? Waldhütte. Oh. Deutsch eine Hängte. Sieht wohl so aus. Jo, schauen wir doch mal in die Waldhütte rein. Was wir da so finden. Alter! Das sind Licht. Totenstimme. Mutter mit ihrem Kind und draußen ist wahrscheinlich der Vater, der sie nicht beschützen konnte. Alter Finne. Bestimmt von diesen Banditen da hinten gemeuchelt, die wir gerade gemeuchelt haben. Mann. Aber einen neuen Reisepunkt, das ist sehr, sehr schön. Könnten wir eigentlich jetzt ganz frech sein und zurückreisen hier und dann wirklich so abhaken. Diese Punkte. Ich glaube, das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Ich glaube, das machen wir einfach. Wo ist denn... Da ist der Reisepunkt. Das machen wir. So, einmal zurück. Hier kümmern. Und... wo ist die neue Makepunkt? Habe ich natürlich nicht gesetzt. Das mache ich immer irgendwie vergesse ich ein bisschen. Da hinten. Ich glaube, es auch muss ein bewachter Schatz sein. Muss einfach. Sonst bestimmt von so ertrunken. Ein versteckter Schatz. Auch nicht schlecht.
Brief mit Wasserschäden. Lies den Brief, den du gefunden hast. Ich weiß, dass du nicht mehr schmuggelst. Du hast genügend Geld gespart und willst das Risiko nicht mehr eingehen, sondern deine Zeit mit Frau und Kindern genießen. Aber ich muss dich um einen Gefallen bitten. Wir müssen noch eine Ladung verschieben. Die letzte, versprochen. Es ist ein einfacher Auftrag, nur ein paar Kisten. Das Risiko ist gering. Die Belohnung hat es in sich. Bitte mach es. Wenn ich um des Goldes willen, dann um der alten Zeiten willen. Bert. Ja. Wahnsinn. Finde den versunkenen Schatz. Den geben wir doch einfach direkt an. Ja, das sieht so nach ein bisschen versunken aus mit Ertrunkenen. Komm, da noch ein. So, ledigt. Ein schönes Boot. Das scheint mit einer riesigen Muschel. Alter, das können wir aufnehmen? Geralt, dreh. Verarscht kann ich mich alleine, ne? Hm, haben wir geschafft. Quest abgeschlossen. Wahnsinn. Schauen wir mal zurück an Strandchen. Ich glaube, wir müssen da hinten sogar hin als nächstes. Können wir gerade mal gucken und direkt den nächsten Punkt setzen. Ja, da scheint noch eine Hütte zu sein. Was ist denn, was haben wir denn gerade gefunden? Alter, Gräber, mein Lieber, was bist denn du für ein Ding? Du bist ja besser als Schicksal. 48 mehr Schaden. Es tut mir leid um Schicksal, aber ich muss da die Runen dann rausziehen, als das Schwert vernichtet, aber scheiß drauf. Alter. Das bringt gar nichts. Ja doch, ich muss sie sowieso rausziehen, aber alter Finne. Was ein Ding. Sieht sogar eigentlich ganz geil aus, muss ich sagen. Nutzen wir erstmal. Ja, du, ne, ich hab's verkauft, was du scheiße warst. Du hast besseres Schwert bekommen. Wenn wir zurück bei der Familie dann sind. Hey, wo ist unser Schwert? Ja, weg. Hey, ho! Du wirst noch leid tun, dass deine Mama dich rausgepresst hat. Echt? Stätte befreit. So einfach geht das. Und schön neue Markierung bekommen. Yes. Wir werden Velen noch ganz befreien, auf jeden Fall. Ja, ein schönes Bild. Die Bevölkerung ist zurückgekehrt. Schauen wir nochmal, was die Leichen so in uns haben. Die Langschwerter können wir mal liegen lassen. Schweinehaut können wir mitnehmen. Hier haben wir noch eine. Ja. Und, was hast du noch? Ein Knödel. Finde ich gut. Kräuter. Was? Was hast du anzubieten? Hast du was Interessantes? Das. Ja. Ja. Nee, nicht wirklich, ne? Du hast jetzt nicht so denn das, was ich haben will. Hast du was Nein. Interessantes? Klickt. Ich wollte das nicht. So. Leb wohl. Gut. Ich würde sagen, wir gehen direkt weiter zum nächsten Point. Hier. Und schauen, was uns da so erwartet. Ist ja nicht so weit weg. Liegt ja alles so in einer Luftlinie. Oh, ein versunkenes Boot. Hm? Ein versteckter Schatz. Okay, die sind ein bisschen lame. Also, bisschen aber nur. Komm, treib weg. Ich will hier keine. Notizen eines Schmugglers. Natürlich. Quest verfolgen. Lesen wir erstmal den Brief, den wir gefunden haben.
Das waren noch Zeiten. Man schmuggelt ein paar Flaschen Schnaps nach Oxford, versteuert sie an Studenten, verdient sich eine goldene Nase und sie waren im Unterricht gestärkt. Dann kam Radovid, macht die Universität dicht, verjagt die Studenten und machte Basilisten am Ufer in Stellung, die auf alles schießen sollten, was den Pontahorel unterschwamm, Schwäne eingeschlossen. Aber jedoch noch so dunkle Wolke zieht einmal vorüber. Gestern sah ich, wie unsere tapferen Soldaten ein Handelsschiff versenkten. Es sank mit Mann und Maus und samt der Ladung. Schade um die Männer, aber genauso schade wäre es, wenn ihr all die Ware dort unten blieben. Also werden Martin und ich sie nach oben holen, trocken und verkaufen. Und vielleicht fällt ja am Ende auch was für meinen Topf ab. Was für ein Topf? Stimmt, dein Geldtopf. Yep. Wir schwimmen einfach mal hin und dann können wir gleich noch dieses Schiff mal besuchen. Ich bin nicht verliebt, dass wir gerade mal diese Ertrunkenen erlegen müssen. So. Und dahinter müssen. Naja, wir müssen wahrscheinlich in dieses Schiff rumfallen. Aber das kommen wir nur von der anderen Seite, wie ich das vermute gerade. Hier. Gucken wir mal uns um. Diese fette Beute können wir bestimmt machen. Komm mal runter, Gerald. Nee, da scheint nichts zu sein. Komm her, du Vieh. Unterwasser abpacken. Was hast du denn? Echt, ey. Meine Güte. Dass die immer so ewig brauchen. Au! Das hat wehgetan. Ich pfeife mal eine Honigwabe rein. Schaden kann sie nicht. Da haben wir die Truhe. Sehr schön. Ein kostspieliger Fehler. Ich vermute, dass sie in diesen anderen Schiffen auch noch jede Menge Schätze sind. Aber wir gehen erstmal zurück an den Strand. Oder besser gesagt, auf diese Insel. Da schwimmt eine Kiste. Eine Kiste. Mit nichts drin, scheinbar. Schade. Ja, komm. Komm doch. Kannst wohl nicht schwimmen, ha? Bewachter Schatz. Ah, nice. Holen wir uns gerade mal. Du auch noch mal zu mir, oder? So. Ich kann die so echt nicht verletzen. Krass. Ich habe jetzt gewartet, dass das Feuer wenigstens ein bisschen zündet dann oder so, aber... Machen wir es einfach so. Geht genauso schnell. Und das ist mein Schatz. War jetzt nicht so wirklich berauschend, was da drin war, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen mehr erwartet. Eine Angel. Ah, Wahnsinn. Ah, gut. Was haben wir noch drin? Ewiges Feuerhexenrüstung. Maukrumm. Ja, nicht so geil. Die Hose, na, was sagt die Hose? Na, können wir eigentlich über was verticken. Aber wir haben hier
Der Tod von oben. Das war das. Ah, okay. Jetzt weiß ich auch, was letztes Mal dieser Tod von oben war. Gut, bringt uns eigentlich im Großen und Ganzen nichts, weil sie erstmal zwei weniger Schaden macht. Obwohl sie ein sehr, sehr schönes Relikt ist. Ich würde sie gern aufwerten, aber geht leider nicht. Gut. Wir müssen weiter. Wir haben noch ein paar Fragezeichen vor uns. Es geht jetzt zu diesem. Wird ein bisschen weiterer Weg, aber ich glaube, das sollten wir nicht. Wenn wir jetzt nicht dumm angegriffen werden von unten, kriegen wir das hin. Interessanterweise schwimmen wir wesentlich schneller als Ertrunkene. Weil ich nicht ganz verstehe. Wir haben doch Flossen und so. Naja, wir sagen, beschäftigen uns nicht weiter damit, sondern machen uns auf den Weg zu unserem neuen Tonnenziel. Es ist Personen in Not. Oh, du Hurensohn. Reihe bilden. Scheiße. Au. Verdammte Scheiße. Stoß. Jetzt du wirst es nie lernen. Weiter. Gehen wir nicht auf den Senkel. Das hält er nicht durch. Das klappt doch nie. Schild wegkommen. Wow. Ich schätze dich auf ihn, Schwein! So, jetzt aber. Den hat's gesnatzelt. Hey, mein lieber Barbier. Einer von ihnen hat einen Schlüssel. Na. Oh. Du nicht. Du hast Ohren. Ist okay. Du hast Schlüssel und Hühnerbrötchen. Ich glaube, die lohnen sich gerade nicht wirklich auszunehmen. Muss ich ehrlich sagen. Mehr so wahrscheinlich die Kisten. Ah, sehr geschafft. Der ist nie verkehrt. Aber wir holen sich wieder raus. Danke, Meister. Du hast mir das Leben gerettet. Wenn du mal durch Sandort kommst, sag Bescheid. Ich werde dich rasieren und einen Haarschnitt spendiere ich dir auch. Ja, vielen Dank, mein Freund. Komm mal raus aus deinem Käfig. So, haben wir noch irgendwas hier, was interessant sein könnte? Fünfte Essenz. Jetzt schon ganz schwer wieder mitgenommen. Ey, wisst ihr was? Ich lasse das Lager. Scheiß drauf. Hier wird nichts Interessantes sein, da bin ich mir relativ sicher. Weil das Interessante haben wir gerade befreit. Ganz einfach. So. Schaffen wir noch eins? Vielleicht schaffen wir das noch. Schauen wir mal. Wenn wir schnell sind, vielleicht. Ich glaube, das aber sollte noch drin sein in 1,5 Minuten um den Dreh. Ein Banditenlager. Natürlich. Tötet, wenn ihr die Götter liebt! Los, meine Lieben, an die Arbeit! Ihr gehört uns! Alter, ich sollte vielleicht... Zieh doch mal die Klinge, Geralt. Guck mal, mach jetzt gleich. Du fickste Scheiße! Spring dich um! Du Dreckshexer! Ey, ich weiß doch aus! So, Bandinlager aufgeräumt. Schau mal an, was ihr so in eurer Kiste habt, ne? Nehmen wir einfach mal alles mit. Damit ist das Lager uns. Und ihr seid vernichtet, ihr dreckigen Banditen. Eine ungestützte Kiste, die hätten wir fast übersehen. Immer noch ein bisschen Licht hier in den Tempel. Und ich würde sagen, das war's dann auch schon wieder für diese Folge. In der nächsten widmen wir uns noch weiteren wilden Fragezeichen. Wir haben noch ein paar hier vor uns. Oh, scheiße, ey. Ja, haben noch ein paar vor uns. Da müssen wir uns mal... Wieso steht da Plätze? Ach stimmt, da haben wir es abgestellt. Ha! Ha! Ganz vergessen. Ja, nächste Folge geht's dann weiter.
Und wir kümmern uns noch um viele weitere Fragezeichen. Also dann, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao.